Moin Leute, ich bin's wieder mit einem weiteren Video zu The Forest. Heute zeige ich euch, was die besten Fallen im Spiel sind und wie ihr sie richtig einsetzt. Bleibt dafür doch gerne mit einem Like und Abo dabei. Wir sehen uns nach dem Intro. So, bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich mich wie immer bei all den neuen Abonnenten bedanken, die dabei gekommen sind und bei den Leuten, die mich so tatkräftig unterstützen, supporten, liken, kommentieren, all das machen, was mir hilft, um weiter voranzukommen in YouTube. Danke. Heute soll es darum gehen, wie wir Fallen richtig einsetzen und welche Fallen so am besten sind. Meine persönliche Top-Liste kann ich euch jetzt gleich mal zeigen, wie ich sie am besten einsetze. Ich setze nicht alle Fallen ein, weil irgendwie sehr viele für manche Gegner halt einfach auch nicht gedacht sind. Da gibt es zum Beispiel, wir gehen mal kurz drauf, auf die Fallen. Hier haben wir Hasenfallen sind halt Hasen zu fangen. Dann haben wir hier Blätterfallen. Blätterhaufenfallen sind eher so dafür gedacht, dass man Wege versperrt, die man dann anzündet, damit die Gegner dort durchlaufen und dann verbrennen. Molotow-Stolperdrahtfallen entzünden sich dann, wenn jemand durchläuft, also automatisch, und die brennen dann. Sehr gut gegen Mutanten und halt auch gegen Kannibalen. Vor allem, wenn mehrere Kannibalen auf einmal kommen, die laufen durch, verbrennen direkt, zeige ich gleich. Sprengstoff-Stolperfallen sind sehr gut gegen Mutanten. Die laufen durch 2, 3 durch und dann sind die direkt down. Dann haben wir hier Sturzfallen. Sturzfallen finde ich nicht so geil irgendwie, weil mir ist so oft schon vorgekommen, dass ein Kannibale durchgelaufen ist und das Ding ist runtergefallen. Das hat ihm gar nichts am Schaden abgezogen. Dornenwandfallen sind so mit die besten Fallen gegen Kannibalen. Vor allem decken sie einen großen Platz ab. Könnt ihr direkt vor euer Tor stellen. Müsst nur gucken, dass ihr links oder rechts noch ein bisschen vorbeikommt. Müsst nur aufpassen, dass ihr hier über diesen Holzteil, über dieses Holzteil nicht drüber lauft, sonst wird die aktiviert. Steinschwungfalle benutze ich gar nicht. Finde ich irgendwie, ja, die hängt man so an den Baum und dann wird die ausgelöst und die schlägt dann einmal zu, tötet Kannibalen sofort mit einem Schlag. Die Schlingfalle finde ich gut, um Kannibalen festzusetzen, aber müsst ihr aufpassen, zeige ich euch gleich. Wenn ein Kannibale gefangen wird und noch ein Kannibale da ist, kann er den befreien. Weil ihr müsst dann einfach nur das Seil durchschlagen. Oder er muss das Seil durchschlagen, dann sind die Kannibalen frei. Macht ihr das, bleibt er noch auf dem Boden liegen und ihr könnt ihn noch ein bisschen bearbeiten. Ansonsten halt in Sachen Verteidigung noch würde ich euch eher die Dornenwand empfehlen. Denn auf die Verteidigungsdornen können Kannibalen oder auch Mutanten draufspringen und vielleicht dort drüber auch in eure Basis gelangen. Aber egal, würde ich sagen, fangen wir mal an hier. Baue ich mal erst die Dornenwand, um euch zu zeigen, dass die so die beste ist, für hier so Bereiche abzudecken. Ich habe jetzt hier ein Haus gebaut, habe hier die Dornenwand hingesetzt und da dagegen läuft, also wenn dort Gegner dagegen laufen, bekommen die halt Schaden, werden ein bisschen abgehalten hiervon. Wie gesagt, die andere, die große, würde ich euch nicht empfehlen. Dort springen die nämlich irgendwann drauf und können dann über die Verteidigungsdornen dann in euer Gebäude gelangen. So, dann bauen wir hier mal die Dornenwand. Wichtig hier bei der Dornenwand ist es halt einfach, dass ihr schaut, dass sie nicht hier irgendwie verbuggt mit der Wand. Könnt aber, drehe jetzt noch einmal ein bisschen, könnt aber gut das Ding platzieren, ungefähr so. Guckt ihr noch einmal nach. Seht ihr, das müsste gerade noch so funktionieren. Ich teste es einfach mal. Bauen wir das Ding? Laufen wir jetzt rüber? Ja, wunderbar, das funktioniert. Ihr solltet das nicht so testen. Testet das lieber mit dem Gegner. Da müsst ihr halt einfach nur einen Stick immer nachrüsten, wenn einmal ein Gegner durchgelaufen ist. Und dann könnt ihr die wieder scharf machen. Wichtig hier bei dieser Falle ist, nicht über diesen Holz, über dieses Holzteil hier laufen, sondern wenn ihr rein wollt, lauft hier rüber. Lauft am besten so vorbei. Ich habe es jetzt ein bisschen schief gebaut. Weil wenn ich, das zeige ich euch jetzt, Gegner spawne. So, ich habe jetzt hier mal einen Gegner gespawnt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich schieße hier mal an. Komm mal her, lauf mal hierher. Digga, komm hier zu mir und zack. Jetzt läuft er da rein, wird halt hier direkt aufgespießt, ist die direkt tot. Und so könnt ihr euch die Eingänge immer ein bisschen frei halten. Ist natürlich doof, wenn mehrere Gegner kommen. Dann kann es sein, dass sie dann außen rumlaufen. Hier so lang. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr damit einen großen Bereich abdeckt, sagen wir mal, ihr macht hier noch welche hin oder so, dann könnt ihr einen sehr großen Bereich abdecken mit einer Falle, die zeitgleich auch als Wand dient. Denn dort können die dann nicht mehr durch, wenn halt die Wand aufgestellt ist. Digga, was macht er hier? Er macht hier voll den Skorpion. Ja, so viel zur Dornenwand. Nachteil, wie gesagt, ist, wenn Gegner von hier kommen, so über die Schräge hier, dann kann es manchmal sein, dass die nicht auslöst. Da müsst ihr aufpassen, dann kommen die direkt hoch zu euch. Und wenn die mal steht, wie gesagt, habt ihr hier immer ein bisschen frei. Am besten baut ihr das so hin, dass die wirklich hier so angrenzt und ihr irgendwie einen anderen Weg habt, hochzukommen, dass ihr die Gegner immer hier in diesen Spalt hier so reinlockt und um die dort zu sammeln, dann haben die keine Chance. So, die nächste Falle, die wir uns jetzt angucken, das ist die Schlingfalle. Die Schlingfalle funktioniert so, der Gegner läuft hier durch, wird am Seil hochgezogen und wird dort festgehalten. Was ihr beachten müsst ist, andere Gegner können ihn dann durch einen Schlag wieder befreien, indem er das Seil durchschlägt. Dann sind die wieder frei und laufen wieder rum. Was ihr auch beachten müsst, ist, wenn der Gegner hängt, dann nicht einfach hier wieder so einen Stick reinmachen, dann despawnt der tote Gegner. Wenn er noch lebt,
fällt er auf den Boden, ist ganz kurz betäubt, steht dann aber direkt wieder auf. So, ich werde jetzt mal einen Gegner spawnen lassen und dann zeige ich euch das. Komm her. So, zack. Jetzt hängt er da. Wie gesagt, den Pfeil noch aus dem rausholen. Passt auf, er kann zuschlagen. Er kann euch auch immer noch Schaden zufügen. Geht dann einfach hin, tötet ihn. Zack, mit einem Schuss. Holt das Katana raus. Schneidet das Seil ab. Dann könnt ihr seine Leiche rübertragen zu den anderen 6 Millionen Leichen, die ich hier schon liegen habe. Und ja, so könnt ihr die Falle einsetzen. Jetzt zeige ich euch den einen Nachteil, die diese Falle hat. So, jetzt hat sie ihn befreit. Jetzt hat sie ihn befreit. Jetzt ist er wieder kampffähig. Und jetzt habt ihr direkt wieder zwei Gegner hier am Hals. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht von denen überrumpelt werdet. Zack. So, kommen wir zur nächsten Falle. So, die nächste Falle, die wir uns ansehen, das wird die Molotow-Falle sein. Und zwar platziere ich die jetzt mal hier. Hier, komm her. Lauf doch jetzt nicht weg. Die platziert ihr hier. Dann kommt der angelaufen. Und brennt. Die wird natürlich automatisch ausgelöst. Die ist immer gut, wenn mehrere Gegner auf einmal kommen, setzt so ein paar Molotow-Fallen hin. Und dann wird nicht nur einer angezündet, sondern auch direkt mehrere. Das können wir auch direkt testen. So, jetzt haben wir hier Gegner. Der erste steht in Flammen. Sein Kumpel steht in Flammen. Und die verbrennen dann. Und sterben dann fast. Also die sind dadurch sehr, sehr geschwächt. Wie er jetzt dann reicht. Seht ihr, jetzt habe ich durch den durchgeschossen. Durch den brennenden. So, und dann, damit bekommen die extrem viel Schaden durch diese Molotow-Fallen. Und verbrennen direkt. Und dann braucht ihr nur noch ein oder zwei Pfeilschüsse. Und die sind direkt weg. Und diese Molotow-Fallen lassen sich echt super leicht herstellen. Ihr braucht, wie gesagt, nur ein Molotow, Seil und Sticks. So, dann kommen wir direkt zur Sprengfalle. Die Sprengfalle ist eher dafür gedacht, um gegen Mutanten zu kämpfen. Aber es sieht auch ganz witzig aus, wenn ihr... verteilt mal hier ein paar. Jetzt mal hier einer hin. Der Nachteil an diesen Sprengfallen ist, setzt die nicht zu nah an euer Haus, wenn ihr Gebäudeschaden aktiviert habt. Denn, ja, die sprengen halt euer Gebäude mit in die Luft. Oder machen ihm halt extrem viel Schaden, dem Gebäude. Und dann müsst ihr das immer wieder reparieren. Ich setze jetzt hier mal ein paar und lock da mal ein paar Gegner rein. Das sind so die meine Lieblingsfalle und auch so die beste Falle, finde ich. Denn wenn ihr die da so vor eurem Gebäude verteilt, so ein bisschen in so einem Bombenteppich und sowas, dann kann euch da nichts mehr passieren. Hier sind jetzt ein paar Gegner. Bam! Okay, ich setze noch ein paar. Komm her. Bam. Und dann gibt es immer dieses Piepsgeräusch. So, wer ist der Nächste? Bam. Seht ihr das? Die sind super gut. Setzt die, wie gesagt, nicht zu nah beieinander. Sonst explodieren die auch so. Und dann bekommt ihr halt, nicht immer alle weggesprengt. Bam. Seht ihr, die haben einen ziemlich großen Sprengradius. Und jetzt testen wir das Ganze noch am Mutanten. Wie viele Fallen er braucht, um zu sterben. Das wäre jetzt die erste. Er kommt auf die nächste zugelaufen. Jetzt hat er mich gesehen. Ja. Das war die nächste. So, mit der dritten müsste eigentlich Schluss sein. Nein. Der dritte überlebt er auch noch. Aber die vierte ist jetzt, jetzt ist er ganz rot. Die vierte überlebt er nicht mehr. Komm her. Und bam. Also Leute, diese Sprengfalle ist so die beste Falle, die ihr finden könnt oder bauen könnt. Verteilt die ein bisschen oder macht einen richtigen krassen Bombenteppich. Verteilt noch andere Fallen dazwischen. Ich kann das jetzt mal gleich testen. Ich mache jetzt mal einen richtig großen Bombenteppich und dann melde ich mich gleich wieder zurück. So, ich habe jetzt hier ein paar Gegner gespawnt. Die Hälfte ist schon tot. So, der Armsi kommt jetzt hierher. Wird jetzt hier, löst jetzt hier die Falle aus. Zack. Ist halt eher für die gedacht, diese großen Fallen hier. So, der bekommt noch eine. Also für Mutanten sind diese großen Sturzfallen hier gedacht. Bam. Seht ihr hier so ein paar Bombenteppiche machen mit ein paar verschiedenen Sachen. Zum Beispiel jetzt hier so noch eine Molotow-Falle. Hier noch ein paar Bomben. Hier die Sturzfallen hingemacht. So, komm hierher. Lauf durch die Sturzfalle. Zack. So könnt ihr ganz leicht euch verteidigen. Dann müsst ihr halt einfach immer nur noch die Stöcke nachfüllen, um die Fallen wieder aufzurichten. Wie gesagt, diese Sturzfallen sind gut für die Mutanten, für die Großen und die Explosionen auch für Mutanten. Diese hier ist eher was für Kannibalen, genau wie die Schlingfalle und sowas. Müsst ihr halt immer aufpassen, sobald ihr einen in der Schlingfalle habt und habt mehrere Gegner, einfach dann
die anderen töten und den dann betäuben hier oder einmal schön mit einem Pfeil abschießen. Dann kann der auch nicht mehr befreit werden. Ja, dann hoffe ich, konnte ich euch mit diesem Video helfen, euch ein bisschen zeigen, wie ihr die Fallen richtig einsetzt und welche Fallen für welche Gegner geeignet sind. Am besten platziert ihr ganz viele Sprengfallen. Sprengfallen gehen immer, so wie ihr die Ressourcen habt. Und die Sturzfallen, wie gesagt, sind für Mutanten. Die Dornenfallen sind für Kannibalen. Ich benutze am meisten die Dornenfallen. Gerade am Anfang sind die sehr gut. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Videowünsche, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Lasst doch im Ganzen doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Ansonsten habt einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche und vergesst eins nicht. Spielen geht immer.